Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich nehme im Voraus auf. Bei mir ist aktuell noch Montag und schon geschlagene 21.29 Uhr. Schon relativ spät. Aber ich habe einfach Lust und freue mich, dass ihr morgen oder besser gesagt heute für euch auch eine schöne Scum-Folge bekommt. Denn die Steffi, die ist ja nahe der Safe Zone im Norden und ist ja unser Boot. Damit möchte ich ja gerne nach Hause fahren, aber vorher noch beim Trader vorbei. Vielleicht unterwegs auch ein bisschen was looten. Man weiß nie, was uns das Spiel so bringt. So wie gestern im Apokalypsen-Bunker zum Beispiel. Gut, ansonsten gab es heute ein Entwickler-Update, also kein richtiger Patch. Nur das, woran die Entwickler gerade arbeiten. Die sind ja sehr, sehr fleißig. Das möchte ich gerne während der Folge so ein bisschen mit euch durchgehen. Sind einige Punkte, die sich sehr interessant anhören, was die Entwickler da so gerade bearbeiten und was sie so machen. Ein paar Sachen haben mir sehr gut gefallen. Gut, ich gehe mal auf den Server, bevor ich euch hier doof und dusselig quatsch. Und wer es schon bemerkt hat, ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Gaming-Stuhls. Der war bei Alternate runtergesetzt auf 130 Euro von 200 noch was. Und, oh, der ist gemütlich, sage ich euch. Oh. Oh, oh, oh. Ja, das ist wirklich was anderes. Besser als so ein Küchenstuhl, wo ich seit anderthalb Jahren drauf aufnehme. Denn mit 20.000 Abonnenten kriegst du von niemandem irgendwas, ne? Also außer Razer, da habe ich ja echt Glück gehabt. Gut, das Erste, was wir brauchen, ist ein bisschen Nähzeug. Dort möchte ich gerne die kleine Ortschaft da unsicher machen, da unten. Wir haben uns ja hier in Sicherheit gebracht. Was hängt denn da? Fliegt das immer noch in der Luft, dieses komische Teil da? Und ja, gehen da unten mal in der Stadt und gucken mal, ob wir irgendwo ein bisschen was zum Nähen finden. Ah, ist das Stuhl. Nein, gut, während man so latscht und fährt, kann man ja schon mal lesen. Wie gesagt, die Entwickler. Jetzt komme ich da nicht rüber, ich muss ja mein Windows aufmachen hier. Nein, nicht zumachen. Jetzt hin. Die Entwickler, die arbeiten ja immer an Dinge und ab und zu gibt es mal ein Update, was das betrifft. Und da wollen wir einfach mal durchlesen, was es so gibt, ne? Die arbeiten auf jeden Fall an Fixes für die Fahrzeuge, die durch die Map glitschen. Das ist schon mal Gold wert. Implementierung der Funktion des Granatwerfers. Jetzt frage ich mich, warum. Ich habe das schon mal mit den geschossen testweise. Das hat auch ganz gut funktioniert. Einrichtung der neuen Waffen. Weitere Arbeiten an modularen Fahrzeugen. Modular, ne? Die schreiben modulare Fahrzeuge. Das heißt, dass man Fahrzeuge dann auch vielleicht sogar mit Dingen ergänzen kann, was ich ziemlich heftig finde, ne? Aber das sind ja nicht Sachen, die im nächsten Patch kommen, also nicht vorfreuen. Das sind immer nur Sachen, an denen die gerade arbeiten. Ne? Übertragen des Dev-Kits auf die Unreal Engine 4.27. Das wird auch interessant. Forschung des Implementierung von, keine Ahnung, was das bedeutet, FSR. Testen der Optimierung des neuen Physiksystems. Das wird auch lustig. Zombies haben ja schon ein seltsames Physiksystem. Und jetzt suchen wir erstmal und gucken dabei. Behebung des Auslocks-Problem. Ja, da gibt es wirklich ein Problem. Ja, also wenn sie das bearbeiten, freue ich mich da schon wie ein Schneekönig drüber. Weil man muss das Spiel ja immer komplett richtig verlassen, sonst kann man es ja nicht mehr starten. Das ist aber auch mal blöd, ne? Behebung von Auslocks habe ich gelesen. Feststellung des Pilzvergiftungssystems und natürlich weitere Fehlerbehebungen. Das ist natürlich spannend, ne? Also das sind so die ersten Teile, die ich jetzt gerade mal... Upsa, was ist los? Nein, das kann ich nicht nähen. Damit kann ich nicht nähen, würde ich sagen. Wir haben ein paar Häuser hier, also wir werden ja wohl was finden, oder? Das sind nämlich drei Unterpunkte, die ich euch noch vorlesen kann, also zwei noch. Oh, ist das... Der hat ein sehr armer Mensch gewohnt. Wir laufen ja noch mit diesem doofen Rucksack rum, ne? Das ist auch ein bisschen nervig. Ich brauche nur ein bisschen Schnur, ein bisschen Garn. Mehr will ich ja gar nicht haben, um dieses blöde Nähset zu bauen. Oder vielleicht auch Nähset finden, man weiß es ja nicht, ne? Klebstoff, ja. Den brauche ich jetzt mal dringendsten. Unterhose, super wichtig. Ghetto Blaster. Weg hier.
Wenn der nächste hier looten kommt, der hört das dann. Der denkt auch so, was ist das denn? Aber kann man auch gut Leute mit ablenken, ne? Gut, ansonsten, hast das immer doof. Man kommt nicht einfach in den Monitor, um was zu scrollen. Haben wir Level Design und Art Team ist am Arbeiten. Wie gesagt, da gibt es noch mehr. Testen der neuen Optimierung für die Außenposten. Ne? Also, das hört sich auch spannend an. Aufstellen von Okulatoren in der Stadt Sambor. Details werden nachgereicht. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Vielleicht weiß das der eine oder andere von euch ja. Komm, Dan. Ich will es nicht nur vorlesen und blind rumlaufen. Das ist nämlich gefährlich. Was haben sie noch geschrieben? Erstellen von zerstörbaren Betonelementen. Arbeiten am neuen Kernkraftwerk. Ein Kernkraftwerk wird entstehen. Point of Interest oder wie es heißt. Anpassung des neuen Krankenhauses. Also interessant. Ein neues Krankenhaus. Erstellung von 3 neuen Arten von Waggoncontainern. Fertigstellung des neuen Stadion. Auch wieder ein Point of. Also ein PUI. Ich sage einfach mal PUI, damit ich nicht ganz so falsch sage. Jacke, die kann ich leider nicht mitnehmen. Ich kann eigentlich gar nichts mitnehmen mehr. Der Rucksack ist auch randvoll. Ein Stadion. Das wird doch bestimmt riesig groß, ne? Und ja, weitere Fehlerbehebungen im Level-Design sind geplant, logischerweise. Das ist ja ein Alexis-Titel. Und eine Flasche, eine Bottle voll Wein. Lassen wir mal schön aus der Steffi raus. Dann ist das Bild nicht so schrecklich. So. Ich mach das schnell am Anfang mit den interessanten News. Nein, das kann ich nicht tauschen. Ich will gucken, was die Wert hat. Ich möchte irgendwas ja wegwerfen, hier so ein großes Magazin. Gegen den BZ tauschen, muss ich mal legen. So, gut. Gut. Das waren jetzt die Punkte. Und dann kommen natürlich noch ein paar Punkte, die mir sehr gut gefallen haben. Musst du nochmal scrollen, sorry. Die Professionalität kennt halt bei mir keine Grenzen. Da suche ich nur weiter nach diesem blöden Nähset. Kann nicht sein, dass wir hier kein Nähset finden. Nirgendwo, seit einer Folge schon. Das meine ich mit Verwirrung. Fertigstellung der Waffenanimation für das Waffenupdate. Also ich denke mal, da fehlen noch Animationen. Fällt mir halt so nicht auf, wenn sie fehlen, weil sie noch nie da waren. So. Ich bin erst froh, wenn wir hier so einen scheiß Nähset finden. Mal die Jacke. Ist aber ganz schön in den Fritten, ne? Die kann nicht mehr reparieren. So. Oh, Müll. Oh, ich finde nicht dieses blöde Nähset. Ich will die Sachen ja auch verkaufen können. Mit 100%. Ne? Das ist das Wichtige. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt kommt der Punkt, der mir am besten gefällt. Trommelwirbel. Arbeiten an neuen weiblichen Charakter-Assets. Also, ja. Was für Assets sind, weiß ich nicht, Kleidungsstücke und was weiß ich nicht. Entweder neuen 2D-Assets. Fertig, als 2D sind ja immer diese Dinger hier. Fertigstellung des Grundgerüsts von modularen Quad-Modellen. Modularer Squad. Da verpetzen sie schon ein bisschen, ne? Dass wir damit ein modulares Quad rechnen können. Was soll man da? Vielleicht Koffer dranhängen oder sowas. Das wäre vielleicht ganz cool. Vitamine. Oh, der ist vollgegangen. Antibiose mal endlich benutzt und richtig sogar. Ich war das erste Mal infiziert. Aber ihr geht's wieder richtig Bombe. Alles wieder gut. Eine Tablette hat komplett gereicht, wieder heile zu bekommen. Neue weibliche Dinge. Fertigstellung der militärischen Quad-Modell-Variante. Arbeiten an zivilen Quad-Variante. Einrichten der AWM und AWP-Gewehres. Arbeiten an der neuen 1911er-Schiene. Auch immer. Fehlerbehebung, arbeiten an neuen Kleidungsstücken. Ja, ich habe dir geschrieben, dass wir Bikinis haben wollen, etc. Vielleicht ist da was angekommen von. Ne? Dollar, das Gummis. Dollar. Das hört sich doch schon mal geil an, ne?
So, wir sind schon fast durch, keine Sorge. Vielleicht nervt das ja auch, wenn ich das hier die ganze Zeit vorlese. Ich muss immer den doofen Button hier drücken. So, dann haben sie noch QA und CM Design Team noch, die gerade fleißig am Upsa am Malochen sind. Ja, wir haben keinen Airdrop in der Nähe, ne? Wir haben die Safe Zone aber in der Nähe. Wir haben viele Gebäude hier zu tun. Gut, jetzt kommt nicht mehr viel. Das Ertappen vom Bann von Cheatern wird verbessert. Melden von Feedback aus der Community, Melden der Bugs, Testen der neuen Waffen. Das ist das, was jetzt so gemacht wird von der Community. Design Team macht noch Preise für neue Items festlegen, Erstellung neuer Crafting-Rezepte, Arbeiten an Händlerdokument. Gut, sowas zum Beispiel. Ich habe auch noch was gelesen von Bankautomaten, die überall in verschiedenen Orten aufgestellt werden. Auch hier so eine Stadt sollte dann eventuell so ein Bankautomat stehen, wo du dann dein Geld safen kannst. Wie auch immer die dann funktionieren und wer dafür zuständig ist, dass die Automaten auch geleert und gefüllt werden. Aber ist ja egal. das ist ja Kleinvieh nur, ne? Gut. Und ja, dann heißt das wohl, dass wir bald die Bank bekommen, wenn es so weitergeht, ne? Aber wie gesagt, das Ganze ist keine Garantie für den nächsten Patch. Das ist immer nur von den Entwicklern so das, was sie gerade so wirklich im Angriff nehmen wollen, ne? Ich habe leider nichts von Performance gelesen, was mir am meisten Sorgen macht. Aber Fehlerbehebung können wir ja darunter heben, ne? Gut. Wir hatten einen Werkzeugkasten. Wir haben das Zeugs hier. Ich brauche eigentlich gar nichts reparieren, ne? Die Machete habe ich verbummelt, sehe ich gerade, oder? Falsch. Machete verbummelt. Es hat keiner in die Kommentare geschrieben. Wundert mich gerade. Kann man denn die Machete... Kann man die denn verbummeln? Mal ohne Witz. Eine gute, gute Machete. Müll, wenn ich die suchen kann. Ja, du musst den Bart gleich mal ein bisschen rasieren. Das ist so spät. Ich muss doch Abendbrot essen. Muss doch duschen. Tasche habe ich schon gepackt für die Arbeit. War schon einkaufen. Weil das könnte ich jetzt gleich ja eh nicht mehr. Bei mir hat der Netto bis 10 Uhr auf. Das ist sehr angenehm. Nicht für die Mitarbeiter, aber für mich. Also später mal einkauft, ich habe keinen Bock, noch ein Hotel zu durchsuchen, ne? Umso leerer ist der Markt. Das ist das Angenehme. Ich muss was reparieren. Das geht nicht anders. So. Nächste Gebäude. Machen wir das mal jetzt mal ein bisschen schneller. Also das ist ja Wahnsinn, ne? Dass man das auf einmal nicht mehr findet. Also mir reicht ja eins mit 1 von 10 Einheiten. Das ist mir doch Wumme. Ich will doch nur ein paar Sachen reparieren. Nur ein paar. Ich will mir keins kaufen müssen. Können wir das reparieren oder so? Nee, ne? Alles nähen. Das hier vielleicht. Auch nähen. Ah, weg. Achso, falscher Knopf. Wer hat Tastatur jetzt? Ein bisschen größer. Jumi-Handschuhe. neue Schuhe ist ein bisschen höher. Da komme ich nicht mehr am Schreibtisch mit. Ich sitze so gerne im Schneidersitz. So. Aber ich fand es schon sehr spannend. Wie gesagt, das mit den Geldautomaten, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Also ich fände es ein bisschen komisch, wenn hier überall Geldautomaten stehen, die tatsächlich sogar noch mit Strom funktionieren. Aber warum auch nicht? Da kannst du wenigstens dein Geld immer sichern und überall, wenn du Glück hast, ne? Appetit. Oh, wir haben ganz schön Hunger. Wie viel hat er das? 78. Hol dir das mal rein, Mäuschen. Wir trinken ein Stück aus dem Mandalorian-Kopf. Kaltgetränk. Das wird ein bisschen spät und einen Film will ich auch noch gucken. Aber ihr seid mir wichtig und ich will jetzt nicht so viele Pausen mehr machen auf YouTube. Weil es momentan eigentlich wirklich gut läuft, muss ich sagen. Da ist er. Der Haufen Kacke. Gut, Dings habe ich ja genug gehabt. Haufen Kacke. Dann reparieren wir uns erstmal ganz genüsslich hier in der Küche. Aber
sogar ein dickes Gutes, aber das spielt eigentlich keine Rolle. So, reparieren. Das kann man wahrscheinlich nicht reparieren, ne? Den reparieren. Ich reparier erstmal das, was richtig was wert ist, was wir auch verkaufen wollen. So. Oh, die Boots sind schon bei 51, das wurde knapp. Aber wieder auf 100 hoch gemacht, sehr schön. Oh, da näht man sogar mal richtig gerne, ne, wenn alles so in den Fritten ist. Aber wir wurden leider sehr dolle von Zombies vermöbelt. Da muss man ab und zu mal. Warum kann ich das nicht mehr nehmen? Ist alle? Alle Money-Zeug? Alle. Meine Zöge ist alle. Mit geiler Kugelschreiber. Gib mir Scummies, gib mir viele Scummies, gib mir Scummies. Das können wir aber auch langsam, aber sicher Richtung Norden marschieren. Ich habe auch ein bisschen Angst wegen Spieler hier tatsächlich. Ich schreibe mal Huhu. Was ich. Oh, Captain Caps Lock. Das hat Steffi Standardspruch. Ich bin ja echt relativ müllmäßig bewaffnet. Metzmaster. Rehu. 21 John. Necromantics. Yeah. Inge. Oh, habe ich schon lange nicht mehr abends gespielt. Ständig besoffen? Oh, will die Jagd beginnen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich will doch nur zum Händler. Ich will doch nur im Frieden leben. Auf geht's zur Safe Zone. Ist das hier unten? Hier, ne? Oder die äußersten Ausläufer der Stadt. Ich weiß nicht, ob mit dem Auge hier oben. Ich sollte mir irgendwo waschen. Aber was ist das für ein Stuhl? Drauf. Das da steht. Shakun. Shakun. Wie gesagt. C4 bitte, hallo. Boah, es sind aber echt ungewohnt viele Spieler. Da bin ich nicht gewohnt. Ah, eine Polizei. Und dann begann das Blutbad. Ah, da muss ich was einmal reinäugeln. Kann sich ja lohnen in so einer Police Station. Herr Dietrich. Ich bin so froh, dass wir aus diesem Bunker rausgekommen sind. Relativ gut. Reingekommen sind wir schlecht. Ganz, also komplett nach rechts war das jetzt. So. Und ich bin mega froh, dass wir es austesten konnten. Oh, geil. Dass wir es austesten konnten mit dem Knacken. Mit dem Knacken des Erste-Hilfe-Kastens. Nicht wegwerfen hier. Für Seife. Seife wirft sowas weg. Aber wir müssen auch sauber sein. Das ist auch wichtig hier mittlerweile. Da bringt mir alles hier nichts. Nimm mal irgendwo einen Nagel da. Adel, mein Gott. So. Steffi hat gerade angerufen, also nicht die Steffi, die echte. Und am Schlafen. Nee. Dann rufst du gleich nochmal an, weil ich nee schreibe. Ich weiß ja nicht, dass ich eine Aufnahme mache. Da kommt die nie drauf. Ich weiß nicht, warum ich heute so gesprächig bin. Ich muss ja gerade den Ben nach Hause bringen. Da muss ich nur einkaufen. Ich wollte schon längst die Aufnahme gemacht haben. Aber dann habe ich mir gesagt, scheiß drauf. Ich gehe immer spät im Bett. Ich bin so ein spät im Bettgeher. Yumi-Stiefel würde ich gerne mal testen, ehrlich gesagt, aber jetzt habe ich leider keinen Platz, um die mitzuschleppen. Weil Boot soll ja ganz sein. Was? Bist du in C4? Ich komme dich dann mal besuchen. Jo, dann ist es.
2-1. Was? Nein, lass mich in Ruhe. Und wir knacken ein bisschen Schlösser hier, komm. Wir ignorieren das halt. Mir kann doch keiner. Ich hab doch Gottmodus aktiviert. Selbst Admins, das gibt's nicht, ne? Also ich könnte mir nie unendlich Lebensenergie geben. Nicht drin. Haben die Entwickler weggelassen. Auch ein Admin kann nicht unendlich Lebensenergie haben. Der Steffi nutzt das Admin-Zeugs ja auch eigentlich nicht. Ich mal vor, dass ich ein bisschen trickse, aber nie so, dass ich daraus einen Vorteil habe. Uhrzeiten und Scheiß, Mike. Und wenn ich mir was Neues, zum Beispiel an Waffen gebe, dann lasse ich die ja immer in Kartons, in Kissen als Geschenk da, dass die anderen sich das dann erholen können. Kaputt mache ich sie auch nicht. Alles aufgemacht, ne? Sollte hier nichts drin sein, wäre gar nicht so dolle. Wir hauen jetzt hier ab. Haben nämlich ganz schön zu tun. Machen die Pistolenmagazine für die Knarre ready. Bohrmaschine. Also. Gute Bohrmaschine. Ich wüsste gerne mal, wo ich meine Knarre kaputt gemacht habe. Aber ist egal. Quatsch, meine Machete verbummelt habe hier. Ist ja nicht mehr da. Ich sehe sie einfach ja nicht. Was soll ich jetzt machen? Ach ja, die Magazine. Lustig ist immer, wenn man das macht, behältst du immer das Papier und schmeißt die Munition raus. Warum? Oh, hier war noch ein Schuss drin. Na gut, die hätten mir auch nicht mehr viel geholfen. Das hat nur 7 Schüsse, ne? Die gehen ziemlich schnell da rein. Das werfen wir auf den Boden. Eine der Knifte. Den nehmen wir natürlich wieder mit. Irgendwann drücke ich da auf Lumpen. Die Waffe ist wieder geladen. Wir können wieder weiter Richtung Norden. Ganz kurz ein bisschen rumgucken. Schwierig. Das Scummies fast. Wie viele Tausende von Scummies, die man hier übersieht, wenn man einfach an den Häusern vorbeirennt. Aber er durchsucht schon jedes einzelne Haus. Schon ein bisschen sehr aufwendig, oder? So. Auf und davon. Ja, weil das so ein Steg ist. Ja, gehen wir zu Händler, wir haben einiges an Medikamente. Das ist schon ganz cool loszuwerden. In den Stuhl. Das Kissen ist ein bisschen bescheuert. Ich weiß nicht warum. Im Nacken, im Rücken auch so ein Kissen. Das habe ich mit dem Ben zusammengebaut. Das war ganz schön anstrengend. Ja, das ist die Safe Zone. Die haben wir nicht ganz repariert. Hier oben ist es auch ganz schön warm, ne? Mein Boot steht da noch und das ist nicht abgetrieben oder so. Aber die Wahl, weiß ich, sollen wir die verpulvern? Will ich behalten, die Block? Weil ich sehr gerne die neue kroatische Pistole nutzen will. Die habe ich ja auch schon gefunden. Die kroatischen Sturmgewehre sehen relativ seltsam aus. Bin hingefallen. Nein, Quatsch. Hingelegt.
Sehen relativ seltsam aus, sollen aber sehr stark sein. Ist ja klar, das sind kroatische Entwickler, die machen ihre eigenen Gewehre natürlich stark, ne? Und wenn ihr Rauschen im Hintergrund hört, ist ja die Klimaanlage, sorry. Draußen sind bei mir immer noch 27 Grad. Ne, hier drin. Draußen sind 22, das ist doch schon seltsam. Ja, ich habe kein Auto mehr, fällt mir gerade ein. Ist ja deswegen, ja auf Tour bin. Ich spare ja für ein neues Auto, was dann wieder 3 Minuten hält. Nein, diesmal werde ich vorsichtiger sein. Ich werde auf den Scum-Führerschein, werde ich mich anmelden. In die Scum-Fahrschule. So, wir müssen doch jetzt eigentlich... Community Town heißt sie, genau. Habe ich ganz vergessen, sorry. Brummt denn hier mein Telefon? Geht's denn? Ja, ich rufe dich doch gleich an. Jetzt scheiße, ob ich morgen arbeiten muss. Ich habe keine Lust. Die zweite Mistgabel, die ich finde. Werkbank. Wir flitzen direkt zum Bötchen. Was wir machen? Die hat jetzt die ganzen Lumpen da dran, ne? Voll ätzend, aber wir haben den anderen ja. Egal, der kann im Boot liegen. Also ist das egal, wie der aussieht. Ein bisschen lumpig hier aussehen ist ja auch nicht schlimm. Komm, beiß die Zähne zusammen, Mädchen. 12 HP hast du noch. Es ist gar nicht so weit, ne? Oh, fällt wieder hin. Sehr knackig. Die Wurst hier bei mir. Ist hier keiner am Wohnen? Wird die Town leer? Hier wieder Garage noch. Eine Safe Zone? Die stehen auf jeden Fall da. Dann dürfte die gar nicht mehr. Was? Bin ich hier die Kaffee raus? Immer. Oh, eine Waschmaschine, die so steht. Sehr auffällig. Ein Hut. So. Ja, ich glaube, wir haben hier geparkt, ne? Da dümpelt um ein Boot rum noch. Tatsächlich. Also es müsste meins sein. Bei den Pfli sind alle bei meinem Boot gelandet. Also gehört der Trick natürlich mir. Boah, herrlich. Meins. Er steht noch, das ist schon mal gut. Eine Nase juckt mal. Was alles passiert, wenn man eine Aufnahme macht? Das haben wir hier alles drin. Das ist die neue HS SF-19. Das sind meine ganzen Scummies. Und da kommen gleich auch noch ein Batzen dazu, sag ich mal. Gar nicht so übel, was wir da zusammengesammelt haben. Gut, dann getankt. Ja, ist ja frisch. Sie hat noch einen Rucksack in der Hand. Ach, das war nur grün und das geht ja gar nicht. Holy shit, was machen wir das denn jetzt? Ups. Was war denn das für ein Lehrer? Leer. Ah ja, du kannst ja keinen vollen da reinpacken. Also. Beim Umpacken. Medis drin. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, was wir schon gelootet haben, weil wir so viel gelootet haben. So übertrieben affig viel. Kleinscheiß vor allen Dingen. Ich will mich von einem trennen. Das ist scheiße. Oder? Irgendwie taktisch hier.
Müsste eigentlich passen. Der Intellente-Modus war das. So, komm. Fahren. Das einzige Problem ist, dass der Stuhl, der ist sowas von geil Kugel gelagert. Ich bin schon ein paar Mal gegen eine Wand gerollt hier. Setz dich hin, rollst erstmal durch deine ganzen Bierflaschen. Nein, Quatsch. Rollst du erstmal durch den ganzen Hab und Gut hier. Der Weg ist ja denkbar einfach. Also man kann auch mit dem Boot umkippen, ne? Das ist auch blöd. Nicht so nah am Ufer lang fahren, auch wenn das wirklich so vorgeschlagen wird, weil wenn du absäufst, dann kannst du wirklich deine Sachen wiederholen, ne? Schon mal gegen den Wellen. Kann man jetzt auch noch bewegen? Wahrscheinlich, ne? Ja, und ich kann mich mit einem Admin als Admin nicht teleportieren. Mit einem Fahrzeug. Das geht einfach nicht, das ist nicht drin. Das wird da bestimmt pissnass, ne? Ja, klar. Deswegen wollte ich gerne die Gummistiefel ausprobieren. Die war mit nass, aber da ist nicht, keine Ahnung. Gefundenes Fressen für jeden, der viel Munition hat. Einzelfeuer wird bestimmt schwer zu sein zu treffen jetzt. Außer man hat, schießt sich halt ein. Aber so ein bisschen Dauerfeuer auf so ein Boot, dann hat man schon die Arschkarte. Und das Blöde wäre, der Spieler könnte es ja nicht mal holen. Ne? Außer selber ein Bötchen. Und das weit. Langsam. Aua. Ah. Das Trader-Bötchen hat eine ganz schön lange Fahrt dann hinter sich, ey. Einmal von hier unten bis da oben, ey. Heftig. Naja, ich würde natürlich auch gerne mit dem Flieger hier oben mal hinfliegen. Ja, hier kannst du eigentlich gut landen, weil da laufen keine Mechs dann ganz am Ende der Landebahn. Aber ihr wisst ja, wie meine Landeskills sind, ne? Vielleicht übe ich das mal im Singleplayer ein bisschen. Man kann das extra machen. Fliegen, üben oder so. So, mal so Landemanöver speziell ausprobieren. Kann sich halt mal nur das Flugzeug geben, ist das Singleplayer, ist ja scheißegal. Ja, schon weit, ey. Ganz schön nah am Ende der Map. Vorsicht, langsam. Boah, da kommt diese Killerwellen. Machen. Ja, was passiert? Ich will diesen scheiß Wolfshut loswerden. Das ist nicht Steffi. Nicht Steffis Outfit. Hier ist auf jeden Fall ein Bunker drauf.
Aber wenn ich jetzt was finde, kann ich es ja nicht mal einpacken. Ich könnte nur eine Waffe in der Hand nehmen. Kann man da mit dem Boot fahren mit einer Waffe in der Hand? Hier kann ich ja nicht mal eine reinschieben. Wir haben ja mal drei Slots, glaube ich, ne? Und hier. Oder Platz. Das geht wieder nicht, oder was? Turnkey? Ist das eine Insel oder ist das Festland jetzt? Das Festland. Da pulver ich auf jeden Fall. Oder wie den Alkohol? Ja, er ist mit Sicherheit was wert. Wenn ich da hinkomme. Ne? Also kann natürlich auch sein, dass ich mich hier auf die Seite lege. Was ist das für ein geiles Schiffswerk da hinten? Jetzt aber. Oh, nee, du passt. Wow, wow, ich ahne. Boah, das war fucking knapp. Deswegen schwimme ich entgegen den Wellen. Wenn das nicht passiert. Aber er ist hier so ein Hammerwellengang wieder. Ich war fast da beim Trailer. Danach ist mir das scheißegal. Hart juckt. Oh, das war gerade ultra knapp, ey. Das Zeug ist im Boot. Ich glaube, ich weiß ja, wenn er auf der Seite oder auf dem Kopf liegt, dann explodiert das ja nicht, oder? Das ist Steg und dann kommt da auch der Bunker. Ah, und Tipp aus der Community. Also, Bunker sind leicht zu finden, weil die immer einen Steg haben. Wo ist er denn, der Bunker? Da oben. Da aufgeploppt. Ist das ein Anker, sowas hier? Gut. Hoppa. So, mal schauen. Mit unserem Wolfskopf. Wir finden immer noch ein kleines Item. Wer weiß. Außerdem nervt das Bootsgeräusch mega, ne? Das sollte sie vielleicht mal verbessern. Hat jetzt schon mit euch einer den Granatwerfer so einen richtigen geilen Killing gelegt? Ich stelle mir den schon ziemlich krass vor. So als Waffe. Muss der mordsmäßig killermäßig sein. Das ist ein Sack raus. Genial, ne? Kopfsack. Nichts. Mal draußen so nie was. Kann nicht raufgehen, weil da ist, glaube ich. Das liegt aber da. Das ist eine abgesicherte Schrotflinte. Warum liegt denn da eine Waffe? Ist das nie was hier oben? 9%? Kann man denn noch kaputter eine Waffe liegen haben? Keine Miete zahlt, weg. Kann man eigentlich werfen, Waffen? Nee. Keine Ahnung, ich habe heute richtig gute Laune. Und ich weiß nicht, wer morgen. Ich arbeite morgen auch richtig guten Kumpel mit dem Lars zusammen. Dann wird er richtig lustig. Hat wieder eine andere, ne? Ja, die. Oh, hier ist er wieder. Haben sie ja kaputt gemacht. Nein, die haben sie nicht kaputt gemacht. Ich habe sie verbummelt. So ehrlich muss ich mit mir sein. Ja, Kacke. Mikrozentimeter vom Händler entfernt.
Gut, Kackbunker. Ja, mit dem Boot in der Hand. Mit dem Boot in der Hand. Mit einer Waffe in der Hand kann sie nicht fahren, oder? Das legt sie doch an der Seite dann. Das war's doch dann, oder? Kann ich ja gar nicht mitnehmen. Kann ich jetzt zaubern, wie ich will. Pistole kann ich nochmal schnell zerlegen und unsere 1911 reparieren. Hat's wieder gut. Ansonsten kann ich hier nicht viel reißen gerade, ne? Wie gesagt, das wird sie an der Seite legen. Und den Rucksack muss ich mitnehmen. Das ist uns sehr peinlich. Ah, die liegt auf dem Boden. Ja, schade, Schicksal. Liegt sie im Wasser. Schwimmfähiges Gewehr. Wieder vorsichtig sein. Naja, wäre ein paar Talers wert gewesen. Ja, kann jetzt aufschießen. Wird er eh nicht so schnell an den Auto rankommen, jetzt, weil ich so lange Strecken mache hier. Don't drink and drive. In anderen Form. Wasserphysik funktioniert aber hier, ne? Wir den besten Surferwellen aller Zeiten. Boah. Aber ich hätte immer so ein Pech, wenn ich auf dem Wasser bin. Warum sind denn immer Wellen da so viele? Wie weit ist denn das noch weg? Und da muss er wohl schon zu sehen sein. Kein Schaden, ne? Das ist ja ärgerlich. So, dann nehmen wir was in die Hand. Tauschen den mal aus. Den will ich ja nicht verkaufen. Nur einen. Jetzt getan. Den müssen wir gleich nochmal holen. Mal schauen, was wir überhaupt dabei haben. Medikamente ein bisschen. Wir gehen erstmal zur Doktor. Mechanik. Da ist der Doktor. Hello, what is your emergency? Gar keinen. Ich will dir Sachen verkaufen. Boah, ist ja nichts wert hier, das Zeugs. Das behalte ich. Damit kann ich ja selber irgendwie was machen, ne? Hat das jetzt denselben Effekt? Ich kann nicht drehen hier. Egal. Burnicky ist viel wert. Never mind about the expiration date.
Tausi, ne? Ach komm, weg damit, scheiß drauf. Tausi war er wert. All in good health. Oh, was sind Medis? Never mind about the expiration. Those are fake anyway. Yo. Quick. Go ahead. You'll need me sooner or later. Warum reden die eigentlich immer? Die müssen doch nicht immer reden. Remember to keep hydrated. So. Das war meine Ehre, mit ihnen Geschäfte zu machen. Er Gesichtschirurg. Hospital, Fishing Supplies, Mechanik, Waffen. Mit immer mehr ne, an Schildern hier. Hä? Achso, Armory da. Das war eigentlich mein Lieblingshändler. Da verdienen wir am meisten. What's up? If you're trying to rob the place, I guarantee you. Kannst du auch haben. Biefer kannst du haben. Ja, das geht dann nicht. Das behalte ich. Auch haben, behalte ich. Kannst du haben. Hier. Mal markieren. Beste. Magazine behalte ich. Kompass. Messer müsste ich reparieren. Alright, let's do this. Das ist schon richtig ordentlich was wert, ne? Beste, bitte. Wow, über 5000. Das ist schön leer. Woo. Freude, Freude. Gut, wartet. Und zwei Buschmanns gehabt, ne? Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. Schon wertvoll. That thing registered. Kidding. Ich glaube, wir hatten zwei. Die Tasche ist noch gut. Kann man sie auch verkaufen? Beziehungsweise der Schrott, den kauft er eh nicht ab. Das will ich behalten. Kauft er nicht. Das kauft er nicht. Das kauft er nicht. Das will ich behalten. Die kann er haben. Ganzen Rotz hier. Nochmal 1500. Geil. Gratis. Gar nicht so schlecht. Ich hätte das Spiel viel weniger erwartet. Und den Mumpitz, den wir damit haben. Jetzt der normale. Generalstore. Ja, wo ist? Mal rein. Alles falsch genug. Und scheiß Schilder, wenn man sie braucht. Mechanik. Allgemeine Güter. Da hinten sah ich sie schon. Welcome, welcome. Willkommen, feel free to browse around. Ist immer ein Mist von mir hier. Happy. Let's see what you have. Talas in Talas. Die Jacke wollte ich den kaufen. So habe ich noch den Quiver. Muss mal einer sagen. Ist er nicht militärisch? Auf geachtet gerade, ne? Heldenhaft wieder. Das behalte ich. 5 für eine Nadel. So ein geiziger Sack. Eine Cappy. Zu haben. Nein! Beiden Sachen noch. Und der doofe Hut. Aber jetzt verkauft? Wo ist denn jetzt die Mütze hin?
Ah, da ist er. Aber die will keiner haben, oder was? Doch, er gibt mir das. Here's what I've got. Das ist ein Scheißhaufen. Let's see what you have. Gut, Talas sind Talas, ne? Da will man nichts sagen. So, jetzt habe ich noch den Quiver. Den will ich noch verkaufen. Der ist 1,3 wert. Und ich habe einen Fatal-Error. So, das war so fatal. Nein, ging ganz schnell wieder. Verkauft haben wir alles, was wir verkaufen wollten. Meines Erachtens nach. Jetzt können wir wieder zurück zum Bötchen. Da haben wir dann noch eine Tasche drin, fällt mir gerade ein. Wir haben auch noch mal geparkt, da. Ist man nicht so weit weg. Und zwar haben wir diesen Rucksack. Der ist noch voll mit... Scheiße, freue ich nicht. Behalte ich, verkaufe ich. Die will ich behalten. Aber eigentlich brauche ich nichts verkaufen. Tatsächlich nicht, ne? Hier. Wieder 75.000. Ist doch schön, oder? Ich wollte den Quiver verkaufen. Ob das jetzt hier erstmal. Aktion. AWP habe ich gar nicht. Da verkaufe ich aber nichts. Da waren noch volle Magazine drin. Der leckt mir nur am Arsch. Den Quiver, den gebe ich, den werde ich jetzt noch los. Ist mir jetzt nach. Ist ja nicht weit. Glaube ich. Ich glaube gerade in der falschen Richtung. Nee, das ist ja hier. Ball Store. General Store. Wahrscheinlich ist der längste Weg, den es gibt. Aber ein bisschen extra Kohle. Ich kann mir jetzt auch keinen aufholen. Ich bin ja mit dem Boot hier und ziemlich weit weg von zu Hause. Voll kacke gelaufen hier. Nicht so mehr rein. Mann. Geiler Typ, ey. Jawohl, die klettert drüber, geil. So, und das ist die Bank, ne? Die wird uns bald mit Bankdingen freuen. Aber ich muss das bestimmt lesen. Ich bin so blöd, mir Wege zu merken. Waffen gerne. Entschuldigung. Papi hat Corona. Hat er mir angesteckt, habe ich 10 Tage frei. Wir sind doch da lang gelaufen. Da, Amori, Mann, du Blindfisch. Bist du gerade noch gewesen? Nur für den blöden Krüger. Hast du 1,3? That thing registered. Kidding. Nobody cares. Mit ein bisschen Talas in der Tasche. Da ist doch was Feines. Da freut man sich doch sehr. Gut, jetzt fahre ich aber zurück nach Hause. Das spare ich euch, den Weg. Den muss ich aber wirklich durchziehen. Achso. Wieder Equipment, Mäuschen. So. Blöd packen. Geht nicht, muss man auf dem Boot stehen. Stunden lang anziehen. Weil es ist jetzt echt eine kleine Weltreise. Geht eigentlich. Das wird sich eine 4-Stunden-Folge machen. Und das Wasser ist schön still. Bei irgendwas Gefährlichem, Seltsamem werde ich die Aufnahme wieder starten. Dann sehen wir uns gleich zu Hause. Nein, wir sind noch nicht zu Hause. Aber wir fahren halt an einer sehr gefährlichen Location vorbei. Mechs und andere Spieler sind da ja sehr häufig. Deswegen lasse ich das mal mit dem Video, falls vielleicht doch eine Kugel geflogen kommt. Oder einen sehr geschickten Scharfschütze oder ein Killer-Mech. Mann, das muss man hier drauf drücken. Das ist so eine Tankstelle, da kann man sogar tanken. Aber wir verbrauchen so wenig Treibstoff mit diesem Ding. Das ist echt ein Traum. Soll ich gerade so Ausweichbewegung machen mit dem Boot, ne? Das ist auch nicht drin.
ist schon mein Leben. Jetzt ist er einfach unmöglich daher dümpeln. Also wenn du jetzt so fährst, ne, wird dich auch keiner treffen. Dann auf der Mech. Nein, tschüss. Ah, das Mensch beendet. Beschäftigt die Leute. Wir sind dann schon ziemlich weit gekommen. Da unten sind wir schon. Nur noch so 32 Millionen Kilometer. Ich würde natürlich sehr gerne looten gehen jetzt hier. Aber jetzt bin ich auch froh, dass wir doch irgendwann wieder zu Hause ankommen. So wie morgen, also morgen tatsächlich, auf Mittwoch. Bei mir ist immer noch Montag, ist immer schwierig. Dass ich dann um 8 Uhr Feierabend habe und nach Hause fahren kann. Jetzt sehen wir uns ja gleich zu Hause. Ja, eine sehr spannende Fahrt liegt jetzt hinter mir. Wir sind nah an zu Hause. Ich fand die Perspektive einfach so schön. Und ihr schaut mal auf den Treibstoffverbrauch. Also das Ding ist von hier oben bis hier unten gefahren und hat noch ein Viertel Tank. Wahnsinn. Wahnsinn, also super. Da bin ich echt stolz auf das Ding. Besser als das Schlauchbrot. Das muss es ja an jede Tanke einmal auffüllen. Ne? Gut, jetzt müssen wir zu Hause ein bisschen was machen. Ich muss einmal den Flieger bewegen. Ich habe jetzt 2-3 Tage wieder nicht bewegt. Ich habe immer Angst, dass er despawnt. Ich sehe ihn schon da vorne stehen. In unserem kleinen Strandtraumhaus. Aber ich freue mich schon jetzt auf das Stadion, wenn das fertig ist. So ein Kraftwerk. Aber da kommen so geile POIs dazu. Das wird echt ein Highlight hier. Ne? Kiddickdown. Wir sind auf jeden Fall safe. Wir werden schon mal nicht mehr erschossen. Ich habe mal ein bisschen Angst, dass da einer vom Rand irgendwie auf einen ballert. So aus Langeweile. Eingepackt. Also jetzt haben wir einen Rucksack mit was drin. Das Geld habe ich gerade während der Fahrt sicherheitshalber mal im Boot gepackt. Falls ich dann doch kenter oder sowas. Nicht, dass da was nach hinten losgeht. Okay, da war was drin. Den können wir in der Hand nehmen. Und ich glaube, der hier, der war jetzt ja leer, ne? Kann dann hier drin warten. Nein, der war nicht leer, aber wir können die Sachen ja umpacken. So. Klebstoff. Jetzt behalten. So. Wenn ich wieder suche, kriege ich wieder keinen. Weiß ich jetzt schon. Ab ins Boot mit dir. Boot hat ein Schloss dran, ne? Ja, gut. Dann sind wir jetzt daheim. Oh, trautes Heim, Glück allein. Hat noch genug HP, ist alles gut. Und dann wollte ich noch schauen, ob ich noch was reparieren kann, eventuell. Denn wir haben dabei das hier zum Beispiel. Ich mag die halt ein bisschen reparierter, schöner und... Wow, der hat einfach mal das komplette Reparierset genommen. Denn irre. Dann lassen wir das mal lieber erstmal. Tun das mal so hier rein im Rep-Schrank, ne? Okay. Magazine will ich repariert haben, aber dann ich möchte doch nicht so viel dafür bezahlen. Gut. Die hier. Ich hatte eine Block. Oh, jetzt haben wir 2 richtig gute Blocks. Ein Magazin für Block. Bist doof. Anders aus. Warum heißt das jetzt Magazin für Block? Egal, ich zerlege die mal. Okay. Endlich mal eine 100%ige Block. Hab ich einfach ewig nicht gehabt. Ist einfach so. Reparierzeugs. Hatten wir dann noch Feines. Check ein, 9. Der Granatwerfer, der wäre interessant, ne? Das hier noch, das will ich auch nochmal mit hier rein. Munition. Okay, und im Sackguck. Treppschrank. Schon. So, hier haben wir jetzt drinnen nochmal die Serpent. Davon hatte ich doch noch Teile, oder? 32er.
leichtere. Dass wir auch mal einen richtig fetten Revolver haben, der auch funktioniert. Aber der wird nicht 100% kriegen. Und besser als gar nichts, ne? Also er sieht nicht mehr ganz so schrecklich aus. Ja, die haben wir gerade verkauft. Hätte ich mir eigentlich eine AS Wolf hätte ich machen können. Hunter. Wiener und unser VSBG Granatwerfer. Der ist auch am Stissel. Ja, das wollte ich noch gucken mit den Reparieren. Hier ist ansonsten nur ein bisschen Kram drin. Das ist meine Tasche. Jetzt nicht ganz so viel Kuddelmuddel habe. Immer wieder auf, ne? Dass ich vergessen habe, auf den Knopf zu drücken. Der Rucksack, da kommt aber Kleidung rein. Der ist jetzt leer. Aber ja, auch ein bisschen was. Naja, weil hier haben wir genug Nähzeugs. Da kannst du dich auch wieder richtig flicken. Verzichte auf dieses Oberteil. Das ist eigentlich wieder ein Schuss, ne? Die müssen immer repariert werden. Und irgendwo hatte ich doch Seife habe ich dabei, ne? Zweimal 10 Einheiten. Können wir vielleicht ein bisschen was waschen noch an der Steffi? Habe ich denn noch Geld gehabt? Bin mir nicht. Oh, wir laufen oben ohne rum. Ja, wir hatten noch ein paar Taler. Also es geht wieder aufwärts. Fast 30.000 Öcken hat sie jetzt. Das ist schön. Das ist doch wirklich schön. Noch mal ein Magazin. Das Scrollen ist so dumm. So, AWP-Magazin. AWM. AWM haben wir ja wirklich. Warte, die mache ich jetzt heil. Scheiße. Dann haben wir da. Kann ich vielleicht sogar mal Munition reinmachen? Dann ist das halt weniger, aber egal. Oh, geht nur bis 50. Aber ist egal, das wird schon seinen Sinn und seinen Zweck erfüllen. Hab ich da schon die neue Munition drin? Hier. Falsch. Was will die denn haben? Halt. Und langsam bin ich müde, ich merk's. So, bitte warten. 338er Kaliber. Ist aber schon Ortskaliber, ne? Ohne Witz. Rotier dich spät. In gemütlicher Zeit. Abschrank. So Sachen. Eigentlich volle Magazine. Als Revolvermunition. Aber ich habe jetzt nichts, was in den Magazin reinpasst. Das ist echt für ihn schade. Aber was soll man machen? Das ist eh durcheinander, was ich hier gerade treibe. Gut. Wir brauchen BH. Hatten wir noch einen? Was, dass ich da ab und zu mal einen reinschmeiß. Auch hier, geil. Na gut, dann wäre die Trio. Echo. Nicht ganz so nackelig damit aus, aber schon ein bisschen sexy, ne? Gut, im Verkaufsschrank. Warum ist da ein Benzinkanister drin? Und ein blöder Bogen, egal. Dann haben wir hier unsere guten Spenden. Auto Repair Kit, Dankeschön. Schöne Sachen. Unsere guten Stiefel. Der wird auf die Spezialstiefel umgewandelt. Hier steht einfach nichts drin. Da soll ja wieder ein Auto drin stehen, was ich nicht sofort schrotte. Jetzt muss ich einmal das Flugzeug bewegen, weil ich morgen gar nicht da bin. Da fliege ich nicht. Da fahre ich einen Mikrozentimeter vorwärts und wieder rückwärts. Nur damit er einmal sich bewegt hat und nicht gelöscht wird.
dass sich das so bewegt. In der Fuhrpark muss ja irgendwie am Leben gehalten werden hier, ne? Epp. Gut, nass ist sie. Pistole ist in Ordnung. Ich wollte irgendwas machen. Ich hab's vergessen. AWM. 338. Wow, ey, das ist echt ein Kaliber. So, Steffi und ich sind jetzt müde. Und ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Drück mir den Daumen, dass ich morgen einen ruhigen Dienst hab. Schreib was in die Kommentare, damit ich mich freuen kann. Visiere haben wir echt einen Müll drin. Aber sie ist jetzt nicht so dolle bepackt, da kann sie auch schön Bubu mitmachen. Also, sie ist kaputt oder was? Oh, das sieht echt gut aus, ne? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!